Hey Leute, grüßt euch! Ja, ich bin hier am Lehrbienenstand unseres Imkervereins und möchte euch heute mal ein paar Fragen aus den letzten zwei Anfängervideos erklären. Und ja, wir gucken uns das heute mal an. Da ist heute eine Veranstaltung. Da werden, glaube ich, heute Königinnen umgelarvt und so weiter. Und ja, wie gesagt, bei der Gelegenheit möchte ich euch ein paar Fragen aus den ersten beiden Videos beantworten. Ich habe natürlich Schutz dabei und weil wir heute relativ viele sind, habe ich diesen Schutz auch dabei. Ja, schauen wir uns das Ganze doch mal an nach dem Intro. Ja, ich habe euch ja im ersten Teil gesagt, wie praktisch das ist, wenn man in einem Imkerverein ist, dann hat man eben auch mal solche Veranstaltungen wie heute, dass man sich einfach mal trifft an einem Lehrbienenstand, der auch erst letztes Jahr von unserem Verein eingerichtet wurde. Also hier kann man sich treffen, hier kann man Ableger hinstellen, hier kann man Königinnen züchten und so wie heute mit den neuen Imkern auch mal besprechen, was sie vorbereiten müssen, damit sie demnächst auch mit teilhaben können an unserer Zuchtkönigin-Vermehrung. Also wir haben hier eine Zuchtkönigin stehen und wenn wir da demnächst Zuchtstoff von weitergeben, dann werden heute die Neuimker darauf vorbereitet, was sie mit ihren Völkern machen müssen, damit das demnächst auch funktioniert. Ja, ein paar Fragen sind tatsächlich gekommen auf die ersten zwei Videos und die erste Frage, die finde ich relativ spannend, weil ja das im Prinzip muss sich das jeder von euch fragen, der anfängt, wo kriege ich eigentlich meine Bienen her? Die beste Antwort finde ich im Prinzip hier aus dem Imkerverein. Wenn ihr da drin seid, ich hatte schon mal angedeutet, jeder neue Imker bekommt eigentlich bei uns, wenn er das möchte, auch ein Bienenvolk. Also es ist ja immer, zum Beispiel im Moment werden sehr viele Schwärme gefangen und ein Schwarm ist eigentlich ein ziemlich gutes Startmaterial, weil die sehr, sehr aktiv sind und die bringen im Prinzip alles mit, was man für so ein neues Volk braucht. Da muss man nur seine eigene Beute haben. Hatten wir ja schon besprochen, was das ist, mit Rähmchen. Ja, kam auch ein Hinweis, natürlich muss man neben der Beute, die man kauft, auch Rähmchen kaufen, die dazu passen. Und auch natürlich das Wachs, also die Mittelwände, die man dann da entsprechend einlötet. Wie das mit dem Einlöten funktioniert, das können wir euch bei Gelegenheit nochmal zeigen. Der Dominik ist heute etwas eingespannt bei unserer Bienenaktion hier. Also, der erste Weg wäre jetzt über einen Verein zu gehen und euch da irgendwie zum Beispiel einen Bienenschwarm oder auch einen Ableger zu besorgen. Ne? Es gibt ja immer wieder, also jeder Imker muss eigentlich im Verlauf des Jahres auch mal den einen oder anderen Ableger machen. Und ja, nicht jeder Imker hat auch Verwendung dafür, hinterher seine eigenen Ableger immer mehr, also seine eigenen Bienenvölker immer mehr zu vermehren. Und deswegen trennt man sich auch schon mal ganz gerne von so einem Ableger. Der Vorteil an einem Ableger ist, dass der im Verlauf des Jahres wächst. Man fängt also sozusagen mit einem kleinen Volk an und man hat so die erste Zeit gar nicht viel zu tun, außer hin und wieder mal reinzugucken, sich zu freuen, dass alles funktioniert und sozusagen mit dem Volk groß werden. Und dann erst im zweiten Jahr hat man dann das ganze Theater mit dem Honig und so weiter. Das ist also ein sehr, sehr schöner Weg, mit dem Imkern anzufangen, indem ihr euch irgendwo einen Ableger besorgt. Dafür braucht ihr nicht unbedingt einen Verein. Dafür reicht es auch, wenn ihr einfach irgendeinen Imker ansprecht in eurer Gegend und der vielleicht auch später als Imkerpate dient, ne, den ihr mal ansprechen könnt und sagt, hier ist das alles noch so in Ordnung, kannst du mal mit drüber schauen. Ja, das ist halt ganz praktisch. Ja, wenn ihr es richtig wissen wollt oder wenn ihr ganz mutig seid, dann holt ihr euch gleich, also wie gesagt auch wieder entweder aus dem Verein oder von einem anderen Imker, dann holt ihr euch gleich ein komplettes Bienenvolk. Meiner Meinung nach ist das der Sprung ins kalte Wasser. Müsst ihr wissen, ob ihr da Typ für seid. Da könnt ihr nicht mehr mit wachsen, sondern ihr müsst gleich alles das haben, was man so braucht. Ihr braucht gleich die volle Ausrüstung. Ihr müsst auch wahrscheinlich im ersten Jahr definitiv schon Honig schleudern. Ihr müsst mehr Equipment haben. Oder ihr habt das Glück über einen Verein, dass ihr zum Beispiel das erste oder zweite Jahr auch noch
Honig, Schleudern, Wachsverarbeitung, alles noch irgendwo im Verein organisiert bekommt, dass ihr euch das nicht alles direkt selber kaufen müsst. Wenn ihr das natürlich wollt, dann seid ihr mit einem richtigen Bienenvolk, also was schon fertig ist, also ein kompletter Brutraum mit einem Honigraum drauf und so weiter, dann ist das der schnelle Einstieg sozusagen. Dann ist noch die Frage, mit wie vielen Bienen startet man eigentlich? Ist hier ein Volk das Richtige oder soll man gleich mehrere nehmen? Ja, auch da gibt es wahrscheinlich wieder mehrere Meinungen. Ich sage euch jetzt mal meine Meinung dazu. Ich glaube, mit einem Volk zu starten, halte ich für sehr gefährlich, weil die Chance sehr groß ist, dass man dann im zweiten Jahr keine Bienen mehr hat. Also zum einen macht man definitiv am Anfang ja Fehler, das ist ja normal. Ja, es ist zwar, wenn man einen Bienenpate hat und man hat ein bisschen Betreuung, dann ist das nicht ganz so wahrscheinlich, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, sich auch Hilfe und Rat zu holen. Aber es kann trotzdem passieren, dass man durch ungeschickte Handgriffe oder so, dass da mal die Königin zu Schaden kommt und dann hat man halt gleich irgendein Problem. Ne? Wenn man jetzt ein zweites Volk hat oder einen zweiten Ableger, dann hat man immer noch die Chance, wenn man zum Beispiel in einem Volk keine Brut mehr hat, weil man irgendwie verpennt hat, dass man seine Königin gekillt hat beim zu oft Nachgucken, dann hat man immer noch die Chance, Brut aus dem zweiten Volk reinzuhängen und dadurch wieder beide Völker zu retten. Auch gibt es immer wieder Probleme über den Winter, dass auch mal im Winter gibt es immer so gewisse Ausfallquoten und das sind manchmal 20-30%, die da irgendwo ausfallen, das ist ganz natürlich, weil vielleicht die Königin zu alt war oder irgendwie nicht überlebt hat oder wie auch immer, es gibt Futterabrisse, das sind alles Dinge, die wir vielleicht später mal besprechen können, aber wenn ihr nur ein Volk habt und ihr habt Pech im Winter und ihr habt alles richtig gemacht, dann kann es trotzdem sein, dass ihr im nächsten Jahr wieder bei Null anfangt und das ist halt schlecht. Habt ihr zwei oder drei Völker? Also ich glaube, eine ganz gute Variante sind drei Völker. Fangt mit drei Ablegern an oder wenn ihr ganz mutig seid, dann holt euch ein großes Volk und zwei Ableger. Ihr könnt auch direkt im ersten Jahr, wenn ihr ein großes Volk habt, selber ein, zwei Ableger davon machen. Dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. So, weil equipmentmäßig unterscheidet sich das kaum. Also wenn man sich jetzt eine Beute kauft für, sagen wir mal, 130 Euro, dann, wie gesagt, dann drei Stück, dann hat man halt eben 360 Euro ausgegeben. Aber alle anderen Ausgaben später, wie Honigschleuder und so weiter, das kostet euch noch sowieso viel, viel mehr. Und das braucht ihr ja dann sowieso. Und dann ist es egal, ob ihr jetzt ein Volk oder drei oder fünf Völker habt. Der zeitliche Aufwand ist auch nur geringfügig größer. Wenn ihr sowieso irgendwie zu euren Bienen hinfahren müsst, ja, und alles anziehen, aufbauen, Smoker anmachen, dann ist der Aufwand, also sagen wir mal die Rüstzeit, ist genau die gleiche, ob ihr jetzt ein Volk oder drei Völker durchguckt. Ja. Irgendwann wird es natürlich mehr. Also ich habe jetzt irgendwie so 7, 8 Völker, da sitzt man halt schon mal ein bisschen länger dran. Das ist aber gar kein Problem. Aber wie gesagt, so im Hobbybereich, ob ihr jetzt mit einem Volk oder mit drei oder fünf Völkern startet, da tut sich nicht so viel. Ja, es gibt natürlich noch eine andere Variante, an Bienen dran zu kommen. Und das ist die Variante übers Internet. Ich möchte eigentlich gar nicht großartig darüber erzählen, nur dass ich für mich eigentlich sage, Bienen im Internet zu bestellen, wie es auch immer heißt, Paketbienen, und die kommt dann halt im Pappkarton. Also ich sag mal, jeder muss ja selber wissen, was er tut. Und wer sich schon Bienen im Paket übers Internet bestellt, der hat wahrscheinlich auch keinen Imkerverein, der hat wahrscheinlich auch keinen Imkerpaten. Also ich persönlich halte davon nichts, aber ich wollte es halt kurz erwähnt haben, weil es halt auch eine der Möglichkeiten ist, aber aus meiner Sicht mit Sicherheit die schlechteste. Ja, was wir euch auf jeden Fall in einem der nächsten Videos zeigen, ist, wie man grundsätzlich Bienen in so einem Kasten hält, also in so einer Bienenbeute hält. Einfach mal so im Jahresverlauf mal schnell durchgegangen, was so an Arbeiten generell anfällt, damit ihr euch als Neulinge auch mal so einen kleinen Überblick machen könnt, was so an Arbeit auf euch zukommt, wenn ihr euch wagt, in das Abenteuer Imkerei reinzustürzen.
Ja, damit ihr mal selber für euch so ein bisschen abcheckt, okay, jetzt in den und den Sommermonaten kann ich entweder nicht in Urlaub fahren oder ich muss halt eventuell mal gucken, dass ich einen Ersatzimker finde. Gibt es auch im Imkerverein. Ja, also ich mache hier eigentlich, könnte die Serie auch heißen, Dennis macht Werbung für Imkervereine. Nein, es ist einfach, ihr seht ja, es ist total sinnvoll. Da vorne stehen gerade 8 Imker zusammen und Fachsimpeln zusammen und zeigen sich gegenseitig, was sie so wissen zum Thema Königinnenzucht. Und darunter sind eben ein paar sehr, sehr erfahrene Imker, die da schon etliche Jahre oder Jahrzehnte machen. Und da sind eben auch einige Jungimker dabei, die eben sehr viel davon lernen können. Eine weitere Frage war, wie muss eigentlich ein Bienenstand generell aussehen? Also hatte ich zumindest so verstanden, die Frage. Ist auch eine sehr sinnvolle Frage, die auch in jedem Imkerkurs als erstes beantwortet wird, hoffentlich. So war es zumindest bei unseren so. Es gibt eigentlich für den Standort der Bienen, gibt es kein komplett falsch. Also theoretisch kannst du Bienen überall halten. Es gibt also sehr, sehr viele Beispiele, auch für Stadtbienen. Also dass auch Bienen mitten in der Stadt, Balkonbienen etc. Also es gibt also so gewisse Internetseiten und Projekte. Das, was alles sehr gut funktioniert. Ja? Dadurch, dass die Leute immer auch wieder total viel Blumenkästen haben, auch in der Stadt gibt es Grünflächen, funktioniert das tatsächlich auch. Klar, uns allen ist bewusst, dass hier so ländlich, dass hier zum Beispiel im Hintergrund, ich zeige euch das gleich nochmal, gibt es eine richtig, richtig schöne Blühwiese mit jede Menge nektarträchtigen Pflanzen. Dass hier natürlich die Bienen mehr finden, dass ich hier mehr Völker hinstellen kann als auf einem Balkon, das ist ja auch klar. Na, also was brauche ich im Prinzip an Platz für ein Bienenvolk? Ich brauche so einen Quadratmeter Platz, also ich muss den Kasten irgendwo hinstellen und dann brauche ich da vor dem Kasten, sagen wir mal, 1-2 Meter Platz. Danach kann schon eine Mauer kommen, theoretisch, weil die Bienen, die fliegen nach oben, 10 Meter Höhe und dann sind sie auch nicht mehr gesehen. Das ist auch ganz gut, wenn ihr zum Beispiel irgendwo in euren Garten Bienen stellt, dann stellt ihr die so, dass nach 1-2 Metern irgendein Hindernis kommt, wie zum Beispiel eine Hecke oder so, dann fliegen die Bienen direkt nach oben, 10 Meter Flughöhe und dann bekommt ihr in eurem Garten, im Nachbarsgarten, bekommt ihr nie was von euren Bienen mit. Ihr könnt euch da hinsetzen und der Nachbar kriegt gar nicht mit, dass ihr überhaupt Bienen habt. Es sei denn, die hängen nächstes Jahr bei eurem Nachbarn im Baum als Schwarm. Das kann natürlich mal passieren. Aber ich sage euch von vornherein, wenn eure Nachbarn, wenn die erst gar nicht in die Gelegenheit kommen, sich zu beschweren, sondern ihr sagt, hey, da stehen jetzt Bienen, ich habe das und das gemacht, dass ihr davon nichts mitkriegt und hier ist nochmal ein Glas Honig oder so. Also klar, im ersten Jahr ist es mit dem Honig schwierig, aber ihr könnt ja hin und wieder mal ein Glas Honig in Aussicht stellen und das hat ganz gut funktioniert, auch bei uns in der Nachbarschaft. Ja, ansonsten, wie muss so ein Bienenstand generell aussehen? Es ist praktisch, wenn die erste Zarge von deiner Bienenbeute nicht auf dem Boden stehen muss, sondern wenn die so ein bisschen erhöht ist, dass wenn ihr zum Beispiel dran arbeitet, dass ihr eine gewisse Höhe habt und auch wenn zum Beispiel mal doller Regen kommt, dass der dann nicht in die Bienenbeute rein kann, dass nicht jede Maus sofort ohne Hindernis in die Bienenbeute rein kann und anderes Getier, Ratten etc. Deswegen erhöht man die meistens so ein paar Zentimeter. Es gibt da so Steine, da kann man Holz durchstecken, da stellt man links und rechts einen Stein hin, Holzbalken, 2 Stück und dann möglichst das Ganze in Waage stellen, weil die Bienen, die bauen ganz gerne auch in Waage ihre Waben, ja, und wenn die generell schief hängen, dann bauen die da drin kreuz und quer, das wollt ihr nicht, deswegen möglichst gerade, auch wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo nur für 6 Wochen eure Bienen irgendwo ans Feld stellen wollt, weil da gerade der Raps blüht, und ihr macht Europaletten dahin, was ja auch geht. Ne? Für so einen temporären Bienenstand eignen sich auch diese Europaletten. Dann seht zu, dass die möglichst in Waage sind, sonst habt ihr hinterher nur Sauerei im Kasten. Ja, für die richtige Ausrichtung, da gibt es ganz viele schlaue Seiten. Da solltet ihr einfach mal reingucken. Da bin ich also jetzt kein Experte. Ich schaue immer, dass das von der Örtlichkeit her einigermaßen passt. Guckt vielleicht, dass nicht direkt so die Wetterseite auf das Bienenflugloch drauf regnet, sondern dass das immer so ein bisschen geschützt ist. Ja, das, ich glaube, nach Norden hin ist vielleicht jetzt keine so gute Idee. Und auch als Untergrund
sagt man, ist Betonboden, also künstlich angelegter Boden, ist eher zu vermeiden. Gewachsener Naturboden ist zu bevorzugen. Ja? Dann gibt es auch Leute, die behaupten, dass zum Beispiel Strommasten in der Nähe keine gute Idee sind. Wobei, da gibt es Experten, die sagen, die haben das ausprobiert und haben da keine negativen Effekte feststellen können. Also ihr seht, auch da gibt es wieder sehr, sehr viele Meinungen. Schaut doch einfach mal. Ich glaube, ihr habt selber so ein bisschen im Gefühl, wo man gut Bienen hinstellen kann und wo nicht. Ein bisschen aufpassen müsst ihr zum Beispiel in der Nähe von öffentlichen Spazierwegen, in der Nähe von öffentlichen Parks oder wenn ein Kindergarten in der Nähe ist. Ihr müsst halt einfach mal entweder mit den Leuten sprechen und vielleicht einfach von vornherein Ärger vermeiden. Wie kommt man an eine geeignete Bienenstellfläche, wenn ihr nicht in eurem Garten die Bienen haben wollt? Also ich habe zum Beispiel bei uns die Stadt angesprochen, habe gesagt, okay, guck mal hier, ich bin Imker, ich habe so bis 10 Völker, habt ihr nicht irgendeine Stellfläche für mich? Und habe dann auch gleich so 2, 3 Vorschläge gemacht, in welche Richtung so ein Stellplatz denn aussehen könnte. Und man hat mir dann einen sehr, sehr schönen Stellplatz zur Verfügung gestellt. Den kennt ihr ja vielleicht auch aus meinen Videos. Und mit dem bin ich super zufrieden. Und ja, das Ganze ist, und das, also es gibt schon mehrere Imker bei uns im Verein, die entweder bei der Stadt oder bei irgendwelchen größeren Firmen angefragt haben, weil die haben ja auch sehr, sehr, die möchten ja auch was für ihr Image tun. Oder auch, ich glaube auch die Bahn hat auch ein entsprechendes Programm, dass sie gewisse Flächen hat, die ja eh nicht so doll genutzt werden, wo man dann auch mal irgendwie ein Bienenvolk oder auch mal mehrere Bienenvölker hinstellen kann. Und das Ganze meistens sogar kostenfrei. Vielleicht habt ihr sogar irgendeinen Landwirt in der Nähe, der sich freut, dass er sagt, hey, ich freue mich eh, wenn eure Bienen meine Felder ja, bestäuben, dann ist meine Ausbeute gleich größer. Vielleicht könnt ihr auch Landwirt ansprechen. Und auch da ist die Kommunikation übrigens sehr wichtig, weil die Landwirte müssen ja damit ihr Geld verdienen, mit dieser Bewirtschaftung ihrer Felder. Und es gibt zum Beispiel Mittel, die müssen gespritzt werden und die werden eigentlich gespritzt, sobald die Sonne untergeht, also sobald kein Bienenflug mehr da ist. Und die meisten werden sich mit Sicherheit daran halten. Wenn der Landwirt weiß, da sind Bienen in der Nähe, dann wird er vielleicht nochmal extra darauf achten, dass das auch klappt, dass mit euren Bienen nichts passiert. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und auch mal einen Daumen nach oben da zu lassen. Ja, was haltet ihr von unserem Vereinsstand hier? Das ist doch eine ganz coole Sache, oder? Ja, ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Frage klären. Wo kriegt man Bienen her? Wie soll so ein Bienenstand aussehen? Ich werde euch ja demnächst noch mal zu meinem Bienenstand mitnehmen. Da kann ich euch noch mal genau meine Unterkonstruktion zeigen. Das sind im Prinzip so Einschlaghülsen und dann sind da so Latten, also so dickere Balken drüber. Da passen dann immer so, keine Ahnung, 5 Völker drauf auf einem so einem Stand und die anderen sind dann daneben in 90 Grad Winkel aufgebaut. Und kann ich aber auch jetzt keinen Unterschied erkennen, ob die einen zeigen nach Süden, die anderen jetzt nach Osten oder was weiß ich. Da kann ich auch keinen großen Unterschied erkennen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Teil etwas weitergebracht, hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und beim nächsten Mal ist wahrscheinlich der Dominik wieder dabei, wenn er Zeit hat. Schauen wir dann mal. Und dann zeigen wir euch mal so ein bisschen, wie man mit den Bienen am Volk arbeitet. Wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne wieder unten drunter schreiben. Dann können wir auch darauf eingehen. Ja, und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Dennis.